Der Oberkommandierende der NATO-Truppen in Europa, US-General Philipp Breedlove, hat sich beunruhigt über den Aufmarsch russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine geäußert. Russland verhalte sich wie ein Gegner, nicht wie ein Verbündeter. Die Truppenmassierungen ähnelten den Manövern der russischen Armee Ende Februar. Sie reichten aus, um bis nach Transnistrien in Moldawien vorzudringen. Moskau wies die Berichte über eine Truppenkonzentrierung zurück. Unterdessen umzingelten offenbar russische Soldaten die Marinebasis Fjodossia auf der Schwarzmeerhalbinsel Krim. Die Soldaten tragen keine Hoheitsabzeichen. Am Samstag waren die letzten ukrainischen Soldaten vom Luftwaffenstützpunkt Belbek vertrieben worden. Auf dem Freiheitsplatz in Kiew demonstrierten erneut mehrere tausend Menschen für eine geeinte Ukraine. Sie trugen die ukrainische sowie die Flagge der Krim und sangen die ukrainische Nationalhymne. Einige von ihnen kritisierten, die neue Regierung dränge nicht genügend auf die Souveränität des Landes. Im Südosten der Ukraine demonstrierte die vorwiegend russischsprachige Bevölkerung für eine Volksbefragung über die Abspaltung der Region. In Charkiw und Donetsk unterzeichneten viele Demonstranten Probestimmzettel.